Ja, hallo und willkommen auf meinem Kanal. Immer noch aus Schweden. Mittlerweile schon ein bisschen weiter oben, oberhalb von Gövle. Wir sind jetzt unterwegs Richtung Sundsvall. Ja, also wie man so sieht, immer schön, wenn jetzt der Wald nicht wäre auf unserer Seite. Wie hier, immer schön praktisch am Wasser lang, Ostsee. Ja, die da oben zwischen Schweden und Finnland ja reingeht. Ja, wer sich mal neu zugeschaltet hat und nicht weiß, worum es hier geht es um eine Fahrt von Spanien, Santa Oliva, das liegt 70 Kilometer hinter Barcelona, bis hoch nach Arjeplog im nördlichen Schweden. Sind gewesen 3865 Kilometer, ging über die Länder Frankreich hoch nach Deutschland. Deutschland über Dänemark und dann hier rein nach Schweden. Zwischendurch hatten wir die Fährverbindungen von Padborg nach Rødby und von Helsingør nach Helsingborg. Ja, und nun sind wir mittlerweile den zweiten Tag in Schweden. Zweiten kompletten Tag in Schweden, wenn ich jetzt mal die Überfahrt nicht mitrechne, den Abend. Ja, haben noch 763 Kilometer vor uns. Mal sehen, ob wir heute mal 600 Kilometer schaffen. Wir haben gerade mit einem deutschen Kollegen gesprochen, der hat gesagt, weiter oben können wir uns schon mal auch ein bisschen mehr gefasst machen. Da sind dann die Straßen wohl voll mit Schnee, also nur noch Schneedecke fahren und die Temperaturen gehen dann auch immer mehr in den Keller. Momentan sind wir bei 0 Grad, ne, wie man das so sieht, wenn man das sieht, ja, man sieht's. Ja, und dann bin ich mal gespannt und da lasse ich mich mal überraschen und ich finde das ja immer sehr spannend und schön. Das erinnert dann so ein bisschen an meine Russlandzeit. Immer da wieder auf Schnee und Eisdecken fahren kann. Ja, hier haben die Schweden alle Spikes in den Reifen. So diese 2-3 mm Pins. Bei denen ist das hier normal, dass die mit Spikes fahren im Winter. Und man sieht, die Straßen sind arschglatt. Keine Löcher und nichts. Weil es ja mal heißt, wenn man mit Spikes fährt, geht der Asphalt kaputt. Also dem kann ja wohl nicht so sein. Das ist natürlich ein wesentlich sicheres Fahren, auch beim Überholen. Ne? Wenn du einen leichten Eisfilm machst oder so, dann greifen die Reifen ja schön. Ist auch gut zum Anfahren, überhaupt zum Bewegen. Da braucht man nicht so schnell eine Schneekette wie bei uns, in unserem Falle. Ja, wie man sieht, überall nur Natur und Wald, Wald, Wald. Und da vorne wird es grau und grau heißt meistens Schneewolken. Tja, schauen wir mal, wie es nachher wird. Mal gucken. Ja, mittlerweile sind wir dann mal in Sundsvall angekommen. Da haben wir das schöne Wasser. Ja, also es geht langsam voran. Wir kommen langsam mal hoch. Und jetzt fängt es auch langsam mal mit Schnee an. Dafür, dass man uns mal gesagt hat, hinter Stockholm sind die Straßen schneebedeckt, sind wir weit oben und haben immer noch 0 Grad. Ja, jetzt fängt halt gerade der Schnee so ein bisschen an. Also wir gucken mal. Wir haben ja noch ein bisschen, wie man sieht, ne? Von daher, 74 Kilometern biegen wir dann mal, glaube ich, ab. Dann müsste die Strecke von dieser E4 weggehen. Und dann bin ich mal wirklich gespannt, ob dann endlich mal schneebedeckte Straßen kommen. Das wäre ja mal schön. Ne? Ja. Das lange Warten wird dann hoffentlich irgendwann mal belohnt. Ja. Aber es ist schon schön, man hat mal Schnee, es ist mal, ja, kalt nicht. Also nicht anders als in Deutschland, 0 Grad, ja, wenn da irgendwo 2 Grad sind. Redet man bei uns ja schon von sibirischer Kälte. Ja, also, aber es ist halt schön, dass man mal Schnee hat, jede Menge um sich rum und kann man gucken, wo man will. Hier ist sogar wieder ein bisschen weniger Schnee, habe ich den Eindruck, als da, wo wir geschlafen haben. Ja, also ich muss sagen, ja, das ist schon komisch. Ja. So, jetzt geht es dann mal übers Wasser. Hier haben wir noch die schöne Brücke hier in Sundsvall, dass man mal rüberkommt auf die andere Seite. Und dann müssen wir auch bezahlen. Aber erst auf der anderen Seite. Ja. So. Das ist sogar zugefroren. Ja, guck an. Siehst du? Ja, so ist das. Naja, da treiben die Eisschollen, also ist nicht ganz zugefroren.
Hier ist noch ein bisschen Wasser zu sehen. Ja. Und da ist halt die Eisdecke geschlossen. Nicht begehbar, klar. Sieht man ja. Ja. Sehr schön, sehr schön. Da haben wir eine große Fabrik, SCA. Die machen doch hier mit Holz, Papier und so eine Geschichte. Ja. Naja. Ja, Zwischenstand, Sundsvall, sehr nett, die Scheibe dreckig, lässt sich bei dem Wetter nicht vermeiden. Ja, so sieht's aus hier. Ja. Ja, wir machen also hier gerade eine kurze Rast auf dem Parkplatz hier in Schweden. Es schneit jetzt schon, ich habe jetzt hier gerade mal so ein bisschen Wasser gebunkert, da an dem Schlauch. Da kommt das Wasser raus und ich wollte euch mal so eine Toilette zeigen, wie das so aussieht hier in Schweden. Also die ist auch sauber, ja. Und wir haben auch hier bei dem Waschbecken warm Wasser in Blindenschrift. Alles wunderbar, kann man alles, also in Blindenschrift, das hast du bei uns nicht mal. Und warm Wasser und da unten ist auch dann die Heizung, ja. Und oben auch, ja. Ja, bin ich wieder auf den Knopf gekommen. Ja, also das ist hier schon eine ganz andere Nummer. Auch wir stehen hier unten. Da sieht man den Volvo, meiner, der Scania von meinem Kollegen und unsere Erprobungsfahrzeuge. Ne? Ja, also schon sehr interessant. Und jetzt werden wir noch die Spiegel putzen, die Scheiben putzen und nochmal kurz die Strecke absprechen. Wer sich wundert, ja, ich habe Herpes bekommen, aber schon letzte Woche. Diese Woche. Da war es ein bisschen kalt. Das ist das Problem bei mir. Ja. Bitte? An der Rückseite ist Wasser. Da, wo die Toiletten sind, an der Nebenseite ist ein langer Schlauch. Da kannst du runterlassen. Ja, also. Man muss halt bunkern, gucken, tun, dass man ein bisschen was zusammen hat. Weil man braucht das Zeug ja. Ohne Wasser kein Essen, ohne Wasser kein Tee, kein Kaffee, kein nichts, kein gar nichts. Oh, und da bin ich halt immer hinterher mit Wasser, Wasser, Wasser. Ich hole das auch gerne. Auf Friedhöfen oder so, ne? Also wie das halt so am besten passt. Jetzt im Winter natürlich nicht, aber im Sommer halt. Dann braucht man nicht halt immer nach den ganzen Tankstellen suchen und so. Von daher ist das nicht schlecht. So, wir haben aber mittlerweile ja 0 minus 1, also immer noch nicht so schweinekalt. Geht von der Temperatur her und ich sag mal, was ist schöner als so eine wunderbare Winterlandschaft, ja. Muss man mal so sagen, die Züge, da hinten steht noch ein Schwede, der lässt schon seinen Motor laufen, hat die Gardinen zu und schläft, warum auch immer. Normal machen wir das immer so bei, ja, ab minus 12 ist das dann schon so, dass die Polizei dann kommt und dich dann weckt, wenn du den Motor aus hast, dass du den dann halt anmachst, weil dann ist das schon verboten, die Motoren hier abzuschalten. Da hier schon früher viele Fahrer erfroren sind, lässt man die halt hier laufen im Winter. Wenn das dann so kalt ist wie minus 25, minus 35, wie es letzte Woche war, da bleiben die Motoren Tag und Nacht laufen. Das ist halt so, wenn du da drin bist. Ne? Und das ist hier normal. Ja, soweit so da. So viel dazu. Erstmal. Geile Scheiße. So sieht ein schöner schwedischer Zug aus, ey. Schön voll mit Schnee. Wunderbar. Herrlich. Ja, da kommen wir noch hin, du. Da kommen wir noch hin. Alter, der hat wenigstens, aber er hat wenigstens die Lampen hinten freigemacht, ja, muss man ja mal sagen. Ja, nicht schlecht. Schön, schön, schön. Ja, wir fahren jetzt gerade durch Härnösand durch. Hier hat man das Härnösand. Da wollen wir jetzt mal gerade durchdüneln. Also man sieht, selbst hier in den Ortschaften ist nicht viel los. Wir haben 0 Grad und ja, du hast nicht viele Leute, nicht viel Verkehr. Das ist sowas von entspannt und schön. Man kann hier wirklich sehr, sehr ruhig langfahren. Ich weiß nicht, wir haben es jetzt 14.10 Uhr. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass alle beim Essen sind. Ich glaube nicht. Aber es ist cool, es ist echt schön. Es hat was. Ja, das ist schon cool, muss man mal so sagen. Ja, das ist schon echt phänomenal zu sehen, dass es echt mal auch Städte in Europa gibt, wo man nicht so viel Verkehr hat. Außer man steht an der Ampel, wo sich dann alles mal ein bisschen so staut. Aber ansonsten ist das alles sehr, sehr leer.
Dann bin ich echt überrascht, muss ich sagen. Ja. Ja, so sieht das mal aus. Ah, hier geht's mal über eine große Brücke. Man sieht unten das zugefrorene Gewässer. Ja, da fuhr auch ein Eisbrecher mal lang, weil da ist noch eine Rinne zu sehen. Also die halten hier eine Fahrrinne frei. Ansonsten ist alles zugefroren. Also wir kommen langsam den Temperaturen näher, aber wir haben immer noch minus 1 Grad, also alles gut. Immer noch nicht so dramatisch, wie man sich das so vorstellen könnte, wenn das so zugefroren ist. Ja, wir sind jetzt mal von der Europastraße 4 runtergefahren und sind jetzt auf einer 348. Die sind blau gekennzeichnet, so ähnlich wie bei uns die Landstraßen. Ja, und man sieht, man hat hier schon ein bisschen mehr Verwehung. Man sieht hier weniger Spur, ist nicht mehr so sauber. Aber es ist immer noch nicht glatt und wir haben immer noch minus 1 Grad. Alles noch im Rahmen. Na, wer hat Lust zu tauschen? Oder wer möchte sowas auch gerne mal machen? Sowas nennt sich dann Fahren auf schneebedeckter Straße. Sowas ist doch schön. So, das war der heutige Tag. Feierabend für heute. Hier steht ein Kollege aus Lettland, glaube ich. Oh, der hat auch sein Fahrrad dabei. Das hat er da hochgespannt. Ich habe ja meins hinten dran. Wir sind jetzt in Esele oder Asele. Ich weiß nicht, wie man spricht. Vielleicht wisst ihr das. Wir haben hier schön viel Schnee. Wir haben minus 5 Grad, aber nicht kalt. Das fühlt sich sehr schön an. Sehr trockene Kälte. Da stehen wir zwei. Ja. Und wenn man dann auf schneebedeckten Straßen unterwegs ist, dann sieht halt ein Fahrzeug mal so aus. Dann hat man noch mal Eiszapfen, die sich während der Fahrt an der Felge bilden oder vielmehr an dem Kranz der Muttern. Und dann ist das Auto mal komplett voll. Zwischen Anhängermaschine ist alles zu. Das ist also normal. So muss das dann mal aussehen. Ja, mein Kollege hat nicht ganz so viel hier. Hier sieht man das vielleicht. Nee, das ist nicht beleuchtet. Schade eigentlich, aber so hat sich ein bisschen was gesammelt. Ja, und unten drunter ist natürlich auch alles voll, aber das mache ich dann mal morgen. Volvo, Volvo Pkw umgebaut zum Pickup, wie geil ist das denn? Die Jugend. Cool. Ah ja, so ist das hier. Ah, Mercedes, tiefer gelegt, da fehlt schon ein Stück Stoßstange. Das nochmal zum Abend. Auch nicht schlecht. Ja, so sieht es dann hier aus. Da war ein Kreisverkehr und dahinter kam gleich dieser große Parkplatz, der schon ausgeschildert war vorher. Jo, da habe ich gesagt, jetzt machen wir hier Schluss. Ansonsten gibt es nämlich nur noch Parkplätze im Wald. Ja, und das wollte ich meinem Kollegen nicht zutrauen. Oder vielmehr zumuten, weil es ist immer schön, wenn man auch mal eine Toilette am Wochenende hat. Finde ich persönlich auch gut, ist für mich nicht nötig, aber wenn man es hat, ist es auch nicht schlecht. Ja. So, das war's dann für heute. Auf dem Weg in die Stadt nach Esele, da kommt der kleine Schneeräumer hier, kleine Radlader. Wisst ihr, Fluss, schön zugefroren. Und der geht da hinten, geht er unten rum um die Stadt und dann geht er hinten wieder raus, der Fluss. Und der kommt von da oben runter, alles zugefroren, mit Schnee bedeckt. Schon cool, ey. Ja, haben die irgendwie was aus Bäumen gemacht. Weiß der Geier, was. Kann man ja mal rüberlaufen. Komm, wir gehen mal rüber, gucken wir mal. Irgend so eine Skulptur oder was die da gemacht haben. Weißt du? Aber ist jetzt nichts mehr. Alles schön komplett zugefroren. Da laufen die, nee, da laufen die nicht lang, das Schnee, der runterfällt, wenn sie die Straße schieben. Alter. Oh, die haben sogar in der weiter Ferne Windkraftanlagen. Minus 13 Grad, der Schnee knirscht, das ist genial. Herrlich, ja. Jetzt auf dem Weg in die Stadt, wollen wir mal gucken wegen Essen. Schauen wir mal, was sich da ergibt. Da wird es wohl ein Restaurant geben. Wir gucken mal.